Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns wieder in My Time at Portia. Aha, ich hab's fast gewusst. Ich habe uns jetzt mal schlafen gelegt, da mich das Spiel auch darauf hingewiesen hat, dass es spät ist. Also es scheint ein bisschen mehr aufgeladen zu sein. Es kann aber auch täuschen, da wir ein bisschen mehr Ausdauer noch hatten, als wir uns schlafen gelegt haben. Jetzt wollten wir uns erstmal in die Ruine begeben. Wir brauchen erstmal ein bisschen Platz. Die Handschuhe nehmen wir lieber mit, auch wenn es dort keine Monster gibt. Und haben noch zwei Löcher im Haus, die wir reparieren müssen. Die Holzkohle müsste mal schauen. Vielleicht ist sie fertig, dann können wir auf dem Weg direkt. Ich mache euch mal ein bisschen lauter, glaube ich. So. Oh ja, die ist fertig. Dann können wir die mitnehmen und den Auftrag, den wir haben, abgeben. Weil wir müssen ja eh in die Richtung. Was zum Henker? Pinky streunende Katze. Wir können uns mit einer Katze unterhalten. Schenken gehen. Ja, wir gehen mal lieber. So, wo müssen wir? Hier müssen wir lang. Wo geben wir die Quest jetzt ab? Ne, warte mal, hier, der hat einfach eine Quest, oder? Ich bin Kiwa, der kleinste der Hulu-Brüder. Es gibt sieben von uns, also wird es wohl eine Weile dauern, bis du dich daran gewöhnt hast. Die Angelrute. Du bist der neue Handwerker, richtig? Ich bin Kuwa. Ich liebe das Angeln. Aber ein dicker Brummer hat mir gestern meine Angelrute zerbrochen. Kannst du mir einen neuen anfertigen? Gern. Oh, krass haben wir. Ah, hier ist ein Fragezeichen. Warte. Da. Können wir dann hier jetzt die Quest abgeben? Hi, du bist vermutlich der neue Handwerker, über den alle reden. Ich bin Martha, nett dich kennenzulernen. Mir gehört die Bäckerei hier in der Stadt. Handels. Oh ja, können bei ihr direkt abgeben. Danke, das wird mir sehr nützen. 170 Gold, bisschen Erfahrungspunkte. Und Beziehung zu ihr verbessert. Okay. So. Wir haben jetzt Handschuh, Axt und Spitzhacke. Dann können wir in die Ruine gehen. Die Angelrute werden wir später dann bauen. Und die Brücke. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal gucken, ob wir auch die ganzen Steine und Erze in der Ruine finden. Und wir waren da eh noch nicht, also können wir doch ruhig reingehen. Aber das kostet uns ja Geld und daher war echt gut, dass wir lieber erst den Auftrag erledigt haben. 80 Gold für einen Wochenpass. Okay, wie viel Gold haben wir? 270. Okay. Ey, was stimmt da denn jetzt? Max Ausdauer plus 20. Die Platzierung im Haus. Werden zusätzliche Attribute aktiviert von Missionen. Ja, das hat ja eben in der, also es hat bei uns in der ersten Folge ja nicht geklappt, die im Haus zu platzieren. Wahrscheinlich müssen wir dann doch den ganzen Fußboden erst reparieren. So. Dann gehen wir jetzt mal rein. Ja, 80 Gold. Ja. Mars arbeitet bei Werkzeuge pur. Hier kannst du wichtige Gegenstände verbessern und Waffen oder Werkzeuge kaufen. Werkzeuge pur, okay. Richte das Gitternetz auf die Position aus, an der du graben willst. Drücke dann die linke Maustaste Angriff, um zu graben. Wähle ein Werkzeug zum Hacken oder Bohren. Drücke F, um mit dem Reliktscanner zu scannen. Die Relikte in der näheren Umgebung werden als leuchtende Kugeln angezeigt.
richte das Gitternetz für einen Moment auf die Lichtkugel aus, um das Relikt aufzuspüren und seine Position festzuhalten. Drücke erneut F, um das Scannen zu beenden. Die Position des Relikt wird dir weiterhin angezeigt. Drücke und halte die Leertaste, um das Jetpack zu benutzen. Mit den Bewegungstasten kannst du steuern. Öffne die Karte und drücke E, um zurück zum Eingang der Ruine zu gelangen. Okay. Also. Hier geht's scheinbar schon runter. Okay. Ja, dann machen wir jetzt einfach mal Runde scannen. Also hier war nichts in der Nähe. Seltsame Ruine. Hat die eine Karte? Nichts angezeigt auf der Karte. Also gar nichts. Ha. Hier ist eine Wand. Hier ist auch eine Wand. Also es... Oh, warte, da. Hä, nach unten oder wie jetzt? Ah, okay, wir können uns nach unten graben. Jetzt haben wir Stein, Erde, Energiestein. Okay. Also eine seltsame Ruine. Wir können hier einfach buddeln. Wir müssen nur immer scannen. Hier ein bisschen rumlaufen. Hier am Eingang war ja nichts. Wir gehen mal in die andere Richtung. Ach cool, wir hätten ja auch einfach rumlaufen können, oder wie? Und hier ist nichts. Ah, hier ist schon wieder Wand. Scannen. Da ist ein Leuchtpunkt. Also hier und dann nach unten, scheinbar. Okay, also wir müssen einfach immer nach unten buddeln. Erde, Sand, Stein. Oh, und besonders viel. Eine kleine Uhr. Was macht die denn? Ein einfaches Gerät, das die Zeit anzeigt. Maximal Gesundheit plus 14. Beim Platzieren im Haus werden zusätzliche Attribute aktiviert. Also das kann ins Haus und das kann ins Haus. Okay. Sinnerz. Ja, das brauchen wir für die Brücke. Energiestein. Erde. Sand. Dann können wir Glas herstellen. Scheinbar. Für die Fenster bei uns zu Hause. In der Werkstatt, weil die sind ja noch ein bisschen kaputt. Oh, da ist ein... Also schwer zu erkennen, die Punkte. Wo ist denn jetzt der... Ebenfalls die ganze Zeit immer ein Kreis angezeigt. Oh, jetzt müssen wir einfach nur nach unten, oder wie? Kupferz, Zinnerz. Also wir können hier auch einfach alles wegbuddeln. Uns auch Zinn. Aber wir verbrauchen ganz schön Ausdauer. Zwei Ausdauer pro Schlag. Was? Mysteriöse Datendisk. Die Karte öffnen und drücken, um zum Eingang zu gelangen. Datendisk, okay. Was ist das, eine Datendisk? Alte Teile. Alte Reliktteile, die in Maschinen verwendet werden. Zu beschädigt, um nützlich zu sein.
Also können wir nur verkaufen. Da ist die Datendisk. Die alte Welt verwendete sie, um große Mengen von Daten aufzuzeichnen. Ein Großteil dieser Daten wurde beschädigt, aber das Forschungszentrum kann ihr möglicherweise noch etwas Nützliches abgewinnen. Oh, die gibt uns 75 Gold. Dann haben wir unser Gold ja fast wieder raus, das wir bezahlt haben, um hier eine ganze Woche buddeln zu dürfen. Können wir hier unten auch scannen? Da ist ein Punkt. 18 Meter in die Richtung. Achso, scannen wieder abbrechen. Gehen wir jetzt einfach so. Level up. So. Das Blöde ist, wir buddeln uns echt immer nach unten. Noch eine Datendisk. Oh, gibt ja richtig Geld hier drin. So, scannen. Ist hier, oh, ja, super, da. Können wir nicht mal anvisieren, den Punkt. Oh Gott, hier gibt's, warte, gleich mehrere. So. Ja, und die anderen. Ach, da ist noch einer. Okay. Ah, er zeigt immer nur einen an. Schade. Ja, dann nehmen wir jetzt, würde ich sagen, erstmal den hier. Sind wir ja schon fast in der Nähe. Jetzt weiß ich auch, warum man sich zum Ausgang teleportieren kann. Weil findest du ja nie wieder raus hier. Kleine Uhr. Schon wieder. Aber stackt das dann oder? Wenn wir zwei aufhängen, kriegen wir ja vielleicht plus 28 Gesundheit, ne? Wäre ja gut. Aber irgendwie müssen wir die Ausdauer noch erhöhen. Wir müssen auch bald wieder raus hier. Durchhaltevermögen 100. Erfahrungspunkt. Ja, den Datendisk können wir verhökern. Zinn haben wir erst 12. Ist ärgerlich, wir brauchen bestimmt mehr zum Herstellen der Brückenteile. Warte, das können wir ja gucken. Ja, ist er gut. Er hat den erkannt. Gut, F, so, da müssen wir lang. Handbuch. Gegenstände. Holzbrücke. Zinn. 15 Stück. Und 60 Kupfer geben 15 Bronzebarren. Aber wahrscheinlich kann man mit 15 Bronzebarren 5 Bronzeplatten herstellen. Wir brauchen also 15 Erd, also 15 Zinn und 60 Kupfer mindestens. Wir haben jetzt 50 Kupfer und 12 Zinn. Also wir brauchen noch Zinn. So, dann gehen wir in die Richtung. Erde. Ah, das hat sich besser angehört. Kupfer, Sand. Also je nach Geräusch bekommen wir unterschiedliche Gegenstände. Oh Gott, wir haben nur noch 12 Ausdauer. Brillenglas. Oh, was gibt das denn jetzt schon wieder? Hart, klar und glatt, die beste Art der Optik. Also scheinbar nur 4 Gold, aber steht nicht, dass es beschädigt wäre. Das heißt, es könnte uns nützlich werden zum Herstellen von irgendwas. Gucken, schaffen wir noch irgendwie. Wir brauchen noch echt unbedingt Zinn. Erde, Stein. Was könnten hier aussehen wie Zinn? Stein. Sand. Sand. Sand.
Sand. Scheiß. Gut. Ja, cool, wir können eh nicht mal öffnen, ist auch geil. Aber hier ist ja der Ausgang, also gar nicht weiter schlimm. So. Am 27. Tag des Sommers ist der Tag der Erinnerung. Ist ein Tag, an dem... Ja, gut, okay, keine Ahnung. So. Datendisk. Mit Lee reden. Das werden wir mal machen. Wir laufen jetzt erstmal mit einer Axt durch die Stadt. Na komm, wir laufen mit Handschuhen. So. Ist das Fragezeichen hier drin? Bestimmt, oder? Da, Lee. Good day, Builder. Ein Datendisk. Weißt du, was das ist? Natürlich, das haben unsere Ahnen im Zeitalter der Verderbnis benutzt, um Informationen ihrer Technologie zu speichern. Es ist höchst gefährlich, weil eine Chance besteht, dass diese kleinen Dinge den Bauplan zur Zerstörung der Welt enthält. So schlimm kann es doch nicht sein, oder? Ha, wie alt bist du? 18? 19? Das dunkle Zeitalter ist nur ein Märchen für dich, nicht wahr? Als Junge erzählte meine Urgroßmutter aus erster Hand von der Zeit vor Peach, als die Leute in Ruinen unter der Erde lebten. Es gab tagelang keine Nahrung, jeder kämpfte gegen jeden. Wie komme ich in den Text nach unten? Hm. Naja. Stell dir das vor, so sah das Ende der Welt aus. Es wurde von denselben finsteren Technologien hervorgebracht, die auf dieser kleinen Disk gespeichert sind. Wie dem auch sei, ich möchte dir keine Angst einjagen, aber das ist die Realität deines Handwerktums. All diese gefährlichen Technologien ist auf der ganzen Welt verteilt und wartet nur darauf, entdeckt zu werden. Und das Forschungszentrum und Städte wie Vega 5 beschleunigen ihre Wiederherstellung. Ich kann nicht runterscrollen, das gibt's aber nicht. Da ist das Ziel der Kirche, alle Datendisks und andere gefährlichen Relikte zu finden und zu zerstören. Natürlich mit der Hilfe von Ruinentauchern wie dir. Hauptsächlich spezielle Samen, wirst schon sehen. Teilen wir haben. Okay, great. Here. I'll take that disc and give you some seeds to get you started. Alter. Ist nicht sein Ernst. Jetzt haben wir Baumwollsamen bekommen. Anstatt 75 Gold. Der spinnt ja wohl. Hello, new builder. Kann ich der das verhökern? Unterhalten, trainieren. SSP. Aha. Der kann ich das nicht verkaufen. Warum können wir die andere Datendisk jetzt nicht verhökern? Stimmt nur an diesen Vogel, der jetzt weggelaufen ist. Aber wo ist er hin? Läuft in die Richtung und ist weg, oder was? Ach, der Typ pennt. Können wir hier auch schlafen? Nö, wir müssen in unser eigenes Bett. Naja, müssen wir die wohl morgen verkaufen, die andere Datendisk. So. Dann werden wir jetzt in unsere Hütte schlafen gehen. Ja, aber, ach nee, das können wir nicht einsammeln, haben keine Ausdauer. So. Einmal schnell schlafen gehen. So. Jetzt können wir mal gucken, ob wir irgendwas für die Brücke herstellen.
So. Davon brauchen wir nämlich zwei. Oh Gott, warte mal. Hartholzdiele. Ja, ja. Kupferrohre. Stimmt hier, oder? Cool. So. Bronzebarren, Kupferbarren. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Wie war denn das? Handbuch. Kupferrohr. Kupfererze, Barren, aus Barren, Kupferrohr. Aber wir brauchen auch 15 Bronzebarren. 60 Kupfererz, 78 Kupfererz. Oh Gott. Haben wir so viel Kupfererz? Haben wir nicht. Boah, wir haben nicht mal 60 Kupfererz. Na gut. Also. 36 müssen wir einschmelzen, weil wir 12 Barren brauchen. Echt jetzt? Warum geht denn nicht mehr? Aber jetzt dauert das wieder. In Arbeit, ja, schön und gut. Wir brauchen unbedingt noch Zinn und noch mehr Kupfer. Das heißt, wir müssen noch mal in die Ruine. Also. Können wir irgendwas hier lassen, einlagern? Nein, können wir nicht. Kosten das. Oh, 400 Gold für einen Platz. Oh ja, ist klar. Gucken. Steckt sich gerade in den Büschen ein gewöhnliche Fischköder. Bauernladen. Stellt wieder her GP, GP. Okay. So, und das hier auch. Ein Gold, ein Gold. Dann verkaufen wir das am besten. Ist noch fraglich, wo. Kleiner Pflanzenkasten benötigt. Ja, war ja klar. Marmor. Das Glas bleibt hier. Ja, jetzt gehen wir die Linse, hier die CD verkaufen. Und die Erdbeeren. Die sollte ich im Forschungszentrum zeigen. Ja, ach, da waren wir gestern, Vogel. Und auf dem Weg sammeln wir Holz. Ah ja, und hier, guck mal, noch mehr Erdbeeren. Können wir direkt noch ein paar verhökern. Gar nicht gruselig, wenn wir hier mit Nax rumlaufen. So. Shit, wo war denn der Typ? Oh Mist, habe ich nicht. Bestimmt hier. Ich bin es. Der Axtmörder. Alter, wo ist denn der Typ? Warte, das ist nicht das Forschungszentrum. Das ist einfach nur ein blödes Apartment. Was ist denn das Forschungszentrum? So, Forschungszentrum. Mist, da stand es doch eben. Forschungszentrum. Da. Können wir das markieren? Ah, cool. Da wollen wir hin. Fahrräder gibt es auch, aber CDs sind böse. Mhm. Und das behauptet die Kirche. Die Kirche hat nicht alle Latten am Zaun.
So, hier ist das Forschungszentrum. Können wir jetzt da unsere anderen CD verkaufen, bekommen ein bisschen Gold. Ist noch die Frage, wo? Warte da. Börse, ist eine Börse. Ah, okay. Wir können die auch eintauschen. Trainingspuppe. Stahlplatte. Waffenständer. Silikonchip. Ja, ja, klar, der ist nicht böse. Also hier könnten wir die eintauschen. Ah, Mist. Dann sammeln wir lieber noch ein paar, wa? Zurzeit brauchen wir das Geld nicht. So, es ist immer noch fraglich. Das hier ist nicht nützlich. Mit wem können wir denn reden, um irgendeinen Scheiß zu verkaufen? Ja, nee, das mit der Datendisk ist mir jetzt gerade... Ist nicht ernst, die hat uns die Datendisk geklaut. Nein, hat sie nicht gut. Den Glück. Spielt ja wohl. Hier ist aber auch kein Verkaufsbereich oder sowas. Was gibt's da oben? Hm. Ja, dann quatschen wir jetzt mit der da. Unterhalten, beschenken. Ich will die nicht beschenken. Ist jetzt nicht wahr. Zum Henker können wir die denn verkaufen? Forschung. Gib ihr 5 Datendisk. Ja, ja, ich habe keine 5 Datendisk. Unterhalten. Guck mal, Forschungszentrum arbeitet gegen die Kirche, so wie sich das gehört. Boah, ist ja doof. Können wir die jetzt echt nur eintauschen? Gegen Sachen? Die hat doch einen gewissen Wert. Meine, wird man ja wohl nicht oben verkaufen, oder? Ich bin's, Johnny. Hm, klappt nicht. Wäre jetzt auch zu witzig gewesen. Wo werden wir unseren Müll los? Man kann das Zeug verkaufen, gibt Geld dafür, aber wo kann man das verkaufen? Jetzt ist dieser blöde Bereich immer noch markiert, oder was? Zentralplatz, Friseursalon. Cooler Kumpel. Werkzeuge pur. Dann gehen wir jetzt dahin. Ein Stück rechts von uns. Werkzeuge pur. Einer der Laden. Da ist der Klamottenladen. Ist der hier? Cooler Kumpel, nee. Hier ist der Klamottenladen. Carlos zu Hause. Werkzeuge. Echt jetzt? Jo, Alter, ich will nichts kaufen. Kaufen, verkaufen. Ha. Ja, wieso minus 2? Marktpreis. Oh, hier gibt's einen Marktpreis. Ich gehe kaputt. Okay. So, was ist das da? Kleine Frucht, die an manchen Bäumen wächst. Gummifarbe. Ja, super, die brauchen wir. So, das brauchen wir nicht. Aha. So. Ja, den anderen Kram brauchen wir momentan. Also hier könnten wir dann aber auch die Datendisk
Oh ja, weil minus 14. Jetzt geht's aber los hier. Dann behalten wir die Disk. Die ist ja scheinbar stapelbar. Gehen wieder ins... in den Untergrund da. Werden noch Erze sammeln. Hier gibt es schon wieder eine Quest. Wo denn? Hier? Nee, hä? Hier? Zeigt dann uns die an. Na, hier ist doch aber gar keiner. Oh. Also bestimmt neben dem Gebäude. Ach, hier läuft einfach einer lang. Mit einer Quest. So, wer ist es? Oh Gott, wo ist er denn hin? Oh, wo soll denn das sein? Neue Bekanntschaften. Rechts in dem Gebäude. Hier in dem Gebäude, aber wie kommen wir noch rein? Ich kann da jetzt hier nicht ab. Nö, hier kann ich nicht reingehen. Hier reingehen? Nö. Ah, hier können wir reingehen. So. Ist das nicht der Bürgermeister? Alle Bekanntschaften. Du sollst einige der Menschen, die in der Stadt leben, kennenlernen. Das dürfte nützlich sein. Ich habe eine Liste der Ladenbesitzer innerhalb der Stadtmauer angefertigt. Du solltest gehen und dich vorstellen. Oh, einfach eine Quest bekommen, okay. So. Sieht man die Quests überhaupt jetzt, wo ich so... Ja, sieht man. Ich sitze übrigens nur vor der Minimap. Also, wie kommt man jetzt... zu der Ruine. Hier. Nee. Da unten. Weil dann werden wir jetzt noch Zinn und Kupfer uns organisieren. So. Gucken. Ich sehe keinen gelben Punkt. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier hin. Da ist ein gelber Punkt. Wir müssen dann nochmal gucken. In ein paar Tagen, also Spieltagen, können wir uns dann wahrscheinlich auch eine bessere Spitzhacke herstellen, wenn wir hier noch ein paar Materialien haben. Kupfer. Also ich buddel mich am besten nur noch hier durch das Gestein. Echt ein Ventilator. Ist nicht deren Ernst. Also durch das Helle hier werden wir uns jetzt mal buddeln. Zinn, Disk. Hm, scheiße. So. Ja, Level up, okay. Wir brauchen Zinn und Kupfer. Ganz wichtig. Oh, da ist schon wieder zu Ende. Da gibt's noch. Da. Gut, dass das eine andere Farbe hat. Ah, okay, da Stein, Erde. Da auch schon. Hauptsache, wir können, wenn wir hier unten stehen, nach oben buddeln. Okay, da gibt es nichts mehr. Da auch nicht mehr. Da ist noch. Da, so wie das aussieht. Erstmal alles abbauen hier. Das ganze Braune gibt uns schön Kupfer und Zinn.
Und das ist das, was wir jetzt am dringendsten benötigen. So, jetzt müssen wir direkt wieder schlafen gehen. Glaub's ja nicht. Das mit dieser Ausdauer ist aber tricky. Ja, nicht genug Ausdauer, ist mir auch klar. So, ja. So. Der mysteriöse Händler besucht Portia am 27. und 28. jeder Jahreszeit. Okay. Jetzt haben wir 31 Zinn. Das ist auch schon mal gut. Wir können jetzt auf dem Weg auch... Boah, da ist eine Kiste. Kann man die ohne Ausdauer öffnen? Da ist ein Pferd. Cool, gegentreten ist öffnen. Dressing. Mhm. Was macht uns das? Buff hinzufügen. Ausdauer plus 0,5 pro Sekunde. Hält 30 Sekunden. Okay. Ausdauer. Naja, brauchen wir jetzt gerade nicht wirklich, ne? Also 100 Kupfer, 31 Zinn. Einsammeln geht nicht, ne? Ja, schade. Dann gucken wir jetzt, ob der Ofen fertig ist. Oh, ich will da rüberspringen. Weil... Okay, 4 ist fertig. Von 10. Hm. Und wir brauchen... Was waren das? 36? 12 Barren. Cool. Dann machen wir einfach noch 2 mehr. Hier 6 fertig da, also müssen wir noch 2 mehr fertigen. So. Holz hält noch 47 Minuten. 18 Stunden brauchen wir aber Holz. Oh Gott, dann haben wir kein Holz mehr. Also müssen wir als erstes, wenn wir jetzt hier auf Schlafen geklickt haben. Warum können wir mit einer Axt den Fußboden auswählen? Ah. Müssen wir als erstes Holz sammeln für den Ofen. So. Und die Ruine, gut, das war jetzt einfach, es ist nur eine Höhle, in der wir buddeln können. Ja, wir haben kein Holz. Also, haben wir noch Platz im Inventar? Wir brauchen Holz. Weil Kupfer und Zinn... Wieso haben wir denn jetzt schon wieder noch 12 Kupfererze? Oder was ist das? Erde, ach so. Aha, gut. Wir brauchen nämlich Holz. Ganz dringend. Sehr nützlich Gerät, wenn es draußen heiß ist. Pustet überall Wind hin. Max Gesundheit plus 16. Platzieren im Haus. War schon das dritte fürs Haus, ey, ist ja geil. So, dann gehen wir jetzt mal ein paar Bäume fällen. Da wir unbedingt Sachen brauchen. Also für den Fußboden brauchen wir Holz. Ja, krass. Kann er den mal angreifen? Der liegt hier übrigens jeden Tag, wenn wir schlafen wollen, wieder. So. Direkt mal hier ein paar... Oh, warte. Die großen können wir nicht fällen. Da ist die Axt zu schlecht. Oh Gott, müssen wir noch eine bessere Axt herstellen. So. 14 Holz, 2 Baumharz. Shit, unser Inventar ist voll. Oder warum blinkt das hier so? Warum hat das jetzt so geblinkt? Baumharz kann er doch stapeln. Also rechts unten wird angezeigt,
Warte, so. Der Rucksack blinkt. Ich habe jetzt gedacht, er wäre überfüllt, aber er kann ja das Baumharz sammeln. Und stapeln. Wir wollen ja jetzt eh nur Holz und Baumharz brauchen wir. Mehr ist ja nicht. Und die haben wir ja schon Plätze für im Inventar benutzt. Kann er ja einfach stapeln. Fraglich, wie groß die Stapelgröße ist, die man haben kann. So. Gibt jedes Mal auch Erfahrungspunkte, wenn wir hier ein paar Bäume umnieten. Außerdem, da wir das Grundstück nebenan kaufen können, theoretisch, können wir hier auch mal die Bäume ein bisschen wegmachen, wa? So. Da die großen Bäume gehen nicht. Die stehen hier so schön in Reihe. Können wir so besser umnieten. So, nächster Baum. Außerdem haben wir dann hier von unserem Grundstück auch viel bessere Aussicht. Da unten fährt der Bus, glaube ich. Oder ein Boot. Es ist ein Bus im Wasser. Oder fährt er daneben? Nee, okay, der fährt daneben. Es sah eben aus, als wäre er im Fluss fahren. So, wir müssen ja die Aufträge auch noch machen. Aber für den Ofen brauchen wir Holz, für unser Haus brauchen wir Holz. Wir müssen dann auch, um Hartholz herzustellen, also von Bäumen zu bekommen, brauchen wir sowieso eine bessere Axt. Da müssen wir gleich mal schauen. An dem anderen Tisch. Was wir dafür benötigen. Da wir hier in der Nähe sind, können wir jetzt direkt einfach mal gucken gehen. So, hier. Was brauchen wir denn für eine bessere Axt? Bronze-Axt. Verbesserungsset. Von Werkzeuge pur. Halte die Angriffstaste gedrückt, um kontinuierlich anzugreifen. Eine aus Bronze gefertigte Axt kann mittelgroße Bäume fällen. Okay. Also wir brauchen eine normale Axt, die haben wir ja. Bronzebarren. Also müssen wir sowieso wieder sammeln und ein bisschen Geld machen. Weil wir das Verbesserungsset brauchen. Brauchen wir das auch für die Spitzhacke? Eine aus Bronze gefertigte Hacke, leicht zur Hand haben und kriegt auch mittelgroße Steine klein. Das ist bestimmt dann erst sinnvoll für Angriff plus 100. Ja, das brauchen wir wohl erst, wenn wir Ruine Level 2 gehen. Weil in der Level 1 haben wir ja auch gut alles klein gekriegt, also. Arbeitstisch bei A und G-Bau verbessern. Ach was. Das geht auch. A und G Bau. A und G Bau. Was ist denn das? A und G Bau. Ja. Könnte das denn sein? A und G Bau. Aushängen. Ruine. Kirche, Baumschule, Bauernhof. Tafelrunde, Abzeichenbörse, Hauptstraße, Blumenladen, Plaza, A und G Bau. Ha, cool. Scheint direkt entweder in oder neben der Handelsgilde. Ha, cool. So, was war jetzt mit Axt? Schau ich auch, wie passt. Bronzebarren, genau. Die können wir aber erst machen, wenn das hier fertig ist. Benzin aufgebraucht. Ach ja, super. Deswegen wollen wir ja eben... aufdenken. Oh Gott. So, hält 20 Stunden. 11 Stunden braucht er noch. Können wir eigentlich auch direkt den Auftrag geben, ne?
Warte, wie viel brauchen wir? Ganz schnell nachgeschaut hier. Da. Davon brauchen wir nur einen, also 15 Bronzebarren brauchen wir. Und 3 war das Schwert, ne? Die Axt. So, 3, 18 Stück brauchen wir. Können wir sowieso nicht auf einmal herstellen, oder? Nee, will nicht abbrechen. Kann er das nicht stapeln? Aber wir müssen warten. Also, herstellen können wir sie alle. Das war gut. So. Bronze brauchen wir. So. Was kann da eigentlich rein? Keine Rohstoffe mehr. Ja, will er mich eigentlich rollen, oder? Kann ich denn die... Ah, Rolle Drops gemacht, auch geil. Ha. Steine erstmal entfernen. Level up. Marmor. So. Hier, warte, es gab doch auch Fertigkeitspunkte. Kampf, sammeln. Sammeln ist immer gut. Beim Einsatz der Axt Ausdauerkosten um 25% verringern. Wie viele Fertigkeitspunkte haben wir? 4. Was kommt das hier? Guter Zuhörer. Guter Geber. Wo ist hier der Handelsgilde? Erhöht die Werkstattpunkte um 2 und die Belohnung für den Abschluss eines Auftrags um 10%. Ein Skillpunkt. Nee, scheiße, Alter, will mich verarschen? Ah, wir müssen drüber hovern. Oh Gott, zum Glück hat er das nicht gemacht. Eieiei. Also Spitzhacke und brauchen wir auf jeden Fall. Wir haben 4 Fertigkeits... also 5 Punkte. So. Und dann machen wir hier noch das. So. Warum ist das nicht freigeschaltet? Ah, nach Hinzufügen von 5 Punkten kannst du das nächste Level freischalten. Okay. Also brauchen wir noch ein Level up. Dann können wir hier Baum treten und Ernteaktivitäten haben eine Chance von 6% auf doppelte Beute. Müssen wir machen. Schade eigentlich, aber naja. So, Brücke, Angeln, seltsame. Ah. Guck mal. Die Stellen können da bestimmt eine Brille von herstellen, wenn sie 2 haben. Neue Bekanntschaft. Wie viel Ausdauer haben wir noch? 28. Wie viel Holz? Holz 96. Ich weiß echt nicht, wie groß die Stapelgröße ist. Dann lassen wir das mal lieber nicht, dass wir über die Größe kommen. Und gehen jetzt... Können wir mit der auch reden? Das Bauernmädchen. Geil. Ja, unterhalten wir uns einfach. Was ist beschenkt? Oh, okay. AP-Kosten. Aha. Also die will so einen Kram haben, ja. Davon haben wir ja mal gar nichts. Also das will sie alles haben. Okay. Also wenn wir dann besser im Herstellen sind, können wir wahrscheinlich den Ruf, also wie sehr die uns mögen, durch die Geschenke noch erhöhen. Also bei jedem einfach alles dann machen am besten. So. Ah, warte, wir haben, was habe ich gesagt, wie viel Holz? 96, dann können wir erstmal drinnen den Fußboden reparieren.
Vielleicht können wir damit dann die Sachen aus dem Inventar aufhängen. So, wo war es denn jetzt hier da hinten? Ja, 10 Holz. Ja, mach einfach. So. Das auch? Ja. Alle Lücken wurden geschlossen. Heute Nacht werde ich endlich mal durchschlafen können. Können wir das jetzt aufhängen? Ah, cool. So geht das. Er zeigt echt nichts an. Das, was irgendwo aufhängen können. Auf dem Boden nicht. Und an der Wand leuchtet auch nichts, wo man es hinhängen könnte. So wie draußen den Schmelzofen. So, was war hier denn? Pult für zu Hause. Möbel. Helferprotokoll Möbel. Ja. Da stehen dann unsere Attribute, die erhöht sind. Wir haben ja Sachen, aber können wir die Uhr aufhängen? Oder geht das auch nicht? Also irgendwas müssen wir scheinbar hier noch verbessern. Damit wir die Sachen aufhängen können. Sollen wir dann mal herausfinden. Auf jeden Fall, ich kann den Fußboden weghacken. Bringt ja mal gar nichts. So. Und das Fenster kann ich nicht mal anwählen. Aber es scheint doch definitiv kaputt zu sein, oder nicht? Können wir es von außen vielleicht anwählen? Aber es stand ja auch, die Sachen sollen ins Haus. Was soll jetzt hier draußen eine Uhr bringen, mal ganz im Ernst. Da ist nur das E für betreten. So, also das geht nicht. Hab ich blöd, der zeigt draußen ja nicht mal die Fenster an. Okay. Was ist denn das da? Gut, das geht leider nicht. Dann werden wir in der nächsten Folge das hier fertig machen. Zwei hat er fertig. Wir brauchen ja dann Bronzebarren, um das hier alles herzustellen. Für unsere Quest. Für die Brücke. Dann stellen wir uns eine bessere Axt her. Und labern mal mit allen in der Stadt. Für diese Quest hier. Und dabei können wir dann auch direkt gucken hier bei AG-Bau. Wie viel das Aufwerten von unserem Tisch kostet. Und wir können gucken, was das kostet für, was war denn das hier? Hier, dieses Werkzeugset, also das Verbesserungsset. Müssen wir gucken, was das uns kostet. Ah, guck mal. Es kostet jedes Mal 2 Ausdauer, 1 Schlag. Hier 3. Aber wir haben ja jetzt hier ein bisschen freigeschaltet. Beim Einsatz der Spitzhacke Ausdauerkosten um 50 verringert. Ja gut, dann ist bei 3 bezahlen wir jetzt trotzdem dann bestimmt immer noch 2. Aber wir können das hier noch mehr. Doppelte Beute. Durchhaltevermögen. Also unsere Ausdauer beim Laufen. Können wir echt Spitzhacke nicht weiter irgendwie runterschrauben? Ausdauer um 2% erhöht, das wäre ja dann gut. Materialkosten. Oh, Materialkosten ist auch gut. Wachstum nach dem Reittiertraining. Oha, wir können Reittiere haben. Also, und es ist ein Pferd über den Weg gelaufen, aber das heißt ja nichts, ne? Nur weil es Pferde im Spiel gibt. Weil wir brauchen leider ja auch die bessere Axt, um Hartholz zu bekommen von den Bäumen. Bis jetzt bekommen wir ja nur normales
Holz, aber wir benötigen Hartholz. Aber cool ist, dass das Baumfällen und alles Erfahrungspunkte gibt. Also den ganzen Tag hier erstmal Bäume fällen. Oh, wir können über 100 Holz haben. So, zweimal können wir noch zuhauen. Ah, nee, wurde ja verringert. Aha, geil. So, mehr geht nicht. Dann legen wir uns jetzt schlafen. Machen morgen die ganzen anderen Quests. Sammeln noch Holz für Erfahrungspunkte. Gehen nochmal in die Mine. Nein, Mine nicht, sondern Ruine. Was zum Henker? Nehmen. Wir können das Bett verschieben. Aber nur. Wir können es auch so nehmen, aber hier können wir irgendwie noch umbauen, dann, wenn wir eine Axt in der Hand haben, scheinbar. Gut, das werden wir dann mal rausfinden müssen, wa? Ach. Hä? Alter, wir können die Uhr aufhängen. Max Gesundheit plus 14. Boah, geil. Oho. Warum geht das jetzt auf einmal? Das geht nur an bestimmten Stellen und nur an der Wand. So, hängen wir hier noch einen hin, wa? Okay, cool. Dann geht das vielleicht auch. Mit dieser Lizenz. Oh, cool. Geht das hier vorne irgendwo? Da an die Wand oder da? Hm, da war. Ah. Hier ist auch ein Fenster. Ja, hier. Oh, cool. Steht sogar alles drauf. Werkstatt Level D sind wir momentan. Der Name von uns, von der Werkstatt. Cool. Und die hat doch jetzt auch einen Buff gegeben, ne? Lass mal angucken hier. Oh, Gesundheit plus 28, Ausdauer plus 20. Boah, ist doch cool. Ging ja doch. Nur halt direkt an der Wand. Können wir hier noch alles vollpflastern? Ist ja cool. Gut, dann machen wir in der nächsten Folge die ganzen Quests, mit den Leuten reden, gucken, wie wir den Tisch aufwerten können, was das uns das kostet, was das Werkzeugset, also das Verbesserungsset kostet. Machen noch ein bisschen Ruinen und sowas. Ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Bis dann.